Das MCU bzw. Marvel bietet ja mittlerweile eine riesige Palette an Filmen und Serien. Und vor allem das MCU ist natürlich besonders im Fokus dieses Genres. Und ich bin ein riesiger Marvel-Fan und habe mir gedacht, ich habe noch nicht meine Lieblingsfilme und Serien des MCUs gerankt. Und dachte, da ich das letzte Tierlist-Video von The Walking Dead sehr, sehr gut fand und es euch anscheinend auch sehr gut gefallen hat, dachte ich, mache ich einfach mal eine Tierlist zu Marvel-Filmen. Hauptsächlich MCU-Filmen, aber da sind noch ein paar andere in der Liste drin. Das komme ich aber gleich zu. Denn ohne erstmal viel rumzulabern, möchte ich euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einem neuen Video von Couchtime. Genau, ich habe mich wieder auf die Seite Tierlist bzw. tiermaker.com.de, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, gesetzt und habe mir eine Tierlist rausgesucht, die alle MCU-Filme und Serien bis, ich würde mal sagen, Mitte 2022 aufzählt. Warum Tobys und Andrews Spider-Man in der Liste drin vorkommen, genauso wie Deadpool, Morbius, Venom und Carnage, das kann ich nicht sagen. Wir lassen es einfach mal drin, weil die Liste einfach mal so erstellt wurde. Der Großteil davon gehört natürlich nicht zum MCU, beziehungsweise, obwohl ja mittlerweile könnte man sagen, Andrew und Toby könnten zum MCU gehören, theoretisch nach No Way Home, aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Tierliste habe ich tatsächlich mal, spontan ist mir die Rangplatzierung eingefallen. Und zwar fing ich an mit dem Schlechtesten und das wäre Einmal und Nie Wieder, Filme oder Serien, die ich einmal geguckt habe und danach noch nie wieder, aus welchen Gründen auch immer. Und dachte, ach weißt du was, ziehe ich das Ganze doch einfach mal durch. Bin dann über die Filme könnte ich mir jährlich angucken, die Filme würde ich mir monatlich angucken, die Filme würde ich mir wöchentlich angucken, bis hin zu die Filme würde ich mir täglich angucken. In dem Fall ist natürlich täglich angucken das Beste und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz lustig, weil einige Filme davon, die auch auf verschiedensten Ranks sind, die dementsprechend habe ich die wirklich schon mal so in diesen Intervallen geguckt. Gehe ich aber dann spezifisch darauf ein, wenn ich bei den Filmen angekommen bin. Aber ich möchte jetzt nicht länger rumlabern, weil das wird wahrscheinlich ein sehr langeres Video werden. Starten wir direkt mal rein mit Avengers 1. Diesen Film, muss ich tatsächlich sagen, könnte ich mir wirklich monatlich einmal auf jeden Fall angucken. Denn es gab eine Zeit, wo ich diesen Film auch wirklich einmal bis zwei, dreimal im Monat geguckt habe, wo er gerade frisch raus war. Ich kann mich sogar noch an einen Urlaub erinnern, wo ich mit meinem kleinen Notebook saß und mir diesen Film wirklich täglich einmal angeguckt habe, weil ich diesen Film so geil fand. Avengers 1 war für mich so die erste große Berührungspunkt, wo ich mich aktiv mit dem MCU auseinandergesetzt habe und man muss einfach sagen, der war auch einfach genial. Ich kann den Film auch original mitsprechen. Also das ist für mich kein Problem. Captain America 1, der nächste Film. Und bei dem Film würde ich sagen, den könnte ich mir jährlich angucken. Also so einmal im Jahr fühle ich den Film schon so. Ich muss sagen, Captain America 1 ist für mich mit der schlechteste Teil, weil ich finde zum einen die Origin-Story von Cap irgendwie, weiß ich nicht, die zieht sich in dem Film ziemlich lang. Und ja, an für sich, ich muss auch dazu sagen, ich bin kein riesen Cap-Fan. Bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht so der Riesen-Fan von ihm. An für sich, ich muss zwar sagen, Red Skull ist zwar mit einer der geilsten Schurken, finde ich, aber an für sich der Film, ja, jährlich okay, aber alles darüber hinaus, also weiß ich nicht. Der unglaubliche Hulk ist ja offiziell mittlerweile, glaube ich, MCU geworden. Zählt natürlich noch nicht zu den geplanten Filmen des MCUs. Nichtsdestotrotz gehört er dazu. Und den Film könnte ich mir tatsächlich monatlich angucken. Ich mag diesen Hulk. Ich mag den Hulk sogar einen Ticken mehr als Mark Ruffalos Hulk, weil ich finde, da war wirklich dieses Wutmonster, je böser, desto stärker und größer. Und allgemein die Größe von Hulk in dem Film war einfach genial. Dadurch, dass jetzt Emil Bronski natürlich auch in der She-Hulk-Serie vorgekommen ist, wissen wir natürlich, okay, die Verbindung ist definitiv jetzt da, weswegen der Film sogar nochmal einen interessanteren Part für mich im MCU einnimmt. Deswegen monatlich auf jeden Fall. Die nächsten zwei kann ich mehr oder weniger zusammenpacken, denn das sind Iron Man 2 und Iron Man 3. Die beiden könnte ich tatsächlich mir gut wöchentlich angucken. Also ich muss sagen, Iron Man 2 ist für mich, hat also auch wenn Whiplash absolut gehasst wird von vielen MCU-Fans, ich muss sagen, Whiplash fand ich nicht schlecht. Gut, ob die Besetzung 10 von 10 war, das kann man drüber reden, aber an für sich fand ich Whiplash einen coolen Schurken und auch allgemein das, die Story mit Justin Hammer fand ich irgendwie interessant und ganz cool. Iron Man 3 für mich definitiv der krasseste der Reihe, weil auch wenn ich sagen muss, der Mandarin ist für mich ein lahmer Schurke gewesen, vor allem in dem Teil. Aber ich finde, es ist sehr schön zu sehen, weil der Film ja relativ nah nach Avengers 1 spielt, wie Tony halt erstmal noch mit allem verkraften muss, also das alles verarbeiten muss und klarkommen muss. Und was für mich einfach die krasseste Szene war, war halt alle bis dato gebauten Iron-Man-Anzüge in Action zu sehen. Das war für mich so gut und hat so Spaß gemacht, auch wenn es natürlich nachher am Ende in die Luft gejagt hat. Kommen wir mal zu den Vorgängern der Iron-Man-Filme, und zwar Iron Man 1. Und den Film könnte ich mir monatlich anschauen. Ich muss sagen, das einzige Problem, was ich mit dem Film habe, ist, das Pacing ist unfassbar schlecht. Ich weiß immer noch nicht, ob der Film ganz normale Spielfilmlänge hat oder ob der einfach überlang ist, weil dieser Part, wo er von den Ten Rings quasi
gefangen wurde, bis er da befreit wurde, fühlt sich an wie ein eigener Film. Und dann der Part, wo er dann halt den Iron Man Anzug wirklich austüftelt, hundertprozentig fertig baut. Und dann der Kampf mit Ironmonger und so ein Scheiß. Das fühlt sich an wie zwei Filme in einem irgendwie. Und keine Ahnung, und ich finde auch, Tony war im ersten Teil übel nervig, finde ich. Also das wurde im zweiten Teil wesentlich besser. Im ersten Teil war er, keine Ahnung, irgendwie komisch. Nun zum ersten Nicht-MCU-Film, in Anführungsstrichen, Tobys Spider-Man. Teil 1. Würde ich mir wöchentlich angucken, weil, ich muss auch sagen, finde ich den schlechtesten Teil der Reihe. Weil hier das Pacing in dem Film auch ein bisschen schleppend voranging. Ich muss sagen, ich finde von Anfang bis zur Mitte ziemlich geil. Der Film ist für mich einfach nur genial, weil es der grüne Kobold ist, aber alles darüber hinaus, finde ich, ist so ein bisschen... Ja, es hat halt sehr langsames Pacing, muss man sagen. Also im Nachhinein natürlich. Grandioser Film. Immer noch nach wie vor, keine Frage, definitiv. Vor allem, weil auch Tobys Spider-Man für mich einfach Kindheit ist. Also absolute Kindheit und Nostalgie. Tobys Spider-Man 2 würde ich aber tatsächlich täglich gucken, weil Doc Ock ein unfassbar genialer Schurke und allgemein der Film einfach sich von allen anderen, also vom ersten und vom dritten, ein bisschen abhebt, weil der Film auch viel, sag ich mal, private Probleme mit einbezieht, die im ersten nur so beiläufig erwähnt wurden und im dritten finde ich, glaube ich, so gar nicht, so bis auf so zwei, drei Sachen. Aber an für sich, Spider-Man 2, der OG, ist für mich der beste Film. Kommen wir noch zum dritten Teil der Reihe, Tobys Spider-Man Nummer 3. Venom, ja, kann ich mir wöchentlich angucken, weil ich muss sagen, ich fand, auch wenn das Design scheiße war, Venom damals schon sehr cool. Und auch die Rolle von Eddie Brock, ich habe leider den Schauspielernamen wieder vergessen. Ich finde, perfekt besetzt. Also besser besetzt als, muss man leider sagen, Tom Hardy als Eddie Brock. Finde ich ihn hier im Spider-Man 3 wesentlich cooler besetzt. Ja, wie gesagt, das Design von Venom kann man sich jetzt drüber streiten. Aber allein wegen Sandman und dem ganzen Endkampf mit Venom, einfach cool. Aber halt nicht so krass wie Doc Ock, finde ich. Tor 1 würde ich mir jährlich angucken, weil so einmal im Jahr ist es okay. Ich muss sagen, Tor 1 ist für mich der schlechteste Film. Da kommt noch Thor Love and Thunder. Okay, es ist der zweitschlechteste Film der Thor-Reihe. Denn ich finde, im ersten Teil war halt wirklich sehr viel Kitsch. Ja, keine Ahnung, er war halt sehr komisch. Wirklich sehr, sehr, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sehr komisch einfach. Und auch, ich finde irgendwie, das Pacing auch in dem Film war irgendwie komisch. Also es hat sich komisch angefühlt, sagen wir es mal so. Kommen wir nun zu Avengers Age of Ultron. Den Film kann ich mir locker wöchentlich antun. Denn Age of Ultron, ich fand Ultron so cool. Wanda wurde eingeführt, Pietro auch, wurde aber direkt wieder ausgeführt, fand ich ein bisschen scheiße. Vision kam dazu und allgemein der Film, ich finde ihn sehr, sehr geil. Es ist sehr, sehr viel gute Action unter den Avengers zusammen, wie die alle miteinander agieren. Es gibt so viele krasse Szenen, die einfach, also Stunt-Szenen, die einfach unfassbar schön und geil choreografiert sind. Und ich muss sagen, Ultron ist ein unfassbar geiler Schurke. Ich finde auch schade, dass er in dem Fall jetzt einfach direkt zerrippt wurde, obwohl da gibt es ja auch mittlerweile schon eine Theorie, dass er vielleicht doch noch am Leben wäre. Wenn ihr wollt, dass ich darüber mal ein Video mache, was da die Theorie besagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich könnte mich auf jeden Fall mal damit auseinandersetzen. Dann kommen wir zu Andrews Spidey, dem zweiten Teil. Und ja, den könnte ich mir täglich angucken. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, Elektro, unfassbar geiler Schurke. Der Film mit der die musikalische Untermalung von Hans Zimmer in diesem Film, einfach bombastisch. Sein Outfit, Hammer, das beste, also für mich persönlich das beste Spidey-Outfit ever. Ich finde sowieso, Andrew Spider-Man ist sowieso, ich liebe den. Also ohne Scheiß, Andrew Garfield Spider-Man ist für mich mit der beste Spider-Man. Vor allem im zweiten Teil. Und ja, wie gesagt, die ganze Kampfszene, überhaupt die Schurken, ist das Design seines Anzugs einfach perfekt. Und ich könnte mir wirklich täglich angucken, original. Andrew Garfields Spider-Man 1 könnte ich mir wöchentlich gut angucken. Ich muss sagen, da gefällt mir sein Anzug nicht. Das ist auch mit das größte Manko. Die Story hier mit Dr. Connors finde ich übel genial. Ich habe Spider-Man 3 das Spiel für die PSP gehabt und da gab es auch Dr. Connors als Nebenquest, sage ich mal. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich das auch in Spider-Man 3 von, also in den Filmen von Tobey Maguire, Spider-Man 3, dass das da gewesen wäre, weil ich finde Lizard, Dr. Connors, unfassbar geil. Es macht immer Spaß zu sehen. Das haben sie halt hier wirklich mit Andrew Garfield sehr, sehr, sehr gut umgesetzt und ja, feiere ich einfach aufs Übelste. Ant-Man 1, das ist so ein Film, den kann ich mir jährlich angucken. Ich finde immer noch sehr, sehr Hammer, wie sie, also ich finde die Darstellung dieses, wenn er geschrumpft ist, wie alles wirklich größer wirkt. Also es ist nicht so, als wäre es einfach nur alles größer. Es wirkt auch wirklich, als wäre er kleiner. Finde ich super geil gemacht, aber an für sich, ich bin nicht so der riesen Ant-Man-Fan. Der erste Teil war okay, der zweite Teil war sogar, finde ich, irgendwie ein bisschen schlechter, aber an für sich, ich bin nicht so der riesen Ant-Man-Fan, deswegen, für jährlich hat es aber noch gereicht. Avengers Civil War, beziehungsweise Captain America Civil War, ich finde aber, es ist ein absoluter Avengers-Film. Die einzigen zwei, die fehlen, sind Thor und Hulk und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist ein Avengers-Film. Definitiv täglich. Ich liebe diesen Film. Ich liebe Bucky als Charakter, ich liebe Bucky als Anti-Held-Schurken, ich liebe
diesen Film, die Choreografie, alles an diesem Film ist geil. Vor allem, weil es nicht nur seinen hundertprozentigen Augenmerk auf Cap legt, sondern halt, wie gesagt, auch viel auf Konflikt zwischen Cap und Tony und allem Möglichen. Es wird Spider-Man introduced, was einfach unfassbar genial war. Es ist ein halber Avengers-Film. Also man kann da sagen, was man will. Civil War ist ein Avengers-Film. Und allein die Szene am, was, Berliner? Ich glaube, Berliner Flughafen, die da in diesem Tunnel die Verfolgungsjagd von Cap, Bucky und Black Panther. Unfassbar genial. Oh mein Gott, ich liebe diese Szene. Einfach alles. Der ganze Film durchweg unfassbar genial. Einer meiner Lieblingsfilme im MCU definitiv. Und wird auch, glaube ich, so schnell nicht jemand rankommen, sage ich mal. Deadpool 1, auch wenn er, wie gesagt, nicht MCU ist, was sich aber eventuell auch demnächst ändern könnte mit Deadpool 3. Ja, wöchentlich, ne? Wöchentlich kann ich mir gut angucken. Der Humor ist einfach genial. Ryan Reynolds spielt die Rolle einfach perfekt. Also kein Problem. Der Humor in dem Film, die Satire im Film, der Sarkasmus in dem Film, alles in diesem Film ist einfach gut. Und ja, also was soll ich dazu sagen? Wöchentlich. Jede Woche könnte ich mir den locker einmal angucken. Doctor Strange 1 würde ich auf die monatliche Ebene packen. Denn an für sich finde ich die Doctor Strange Filme immer sehr, sehr schön, weil durch diese Spiegeldimension immer sehr, sehr geile, also mit dem CGI sehr, sehr geil gespielt wird, wie ich finde. Natürlich auch die schauspielerische Besetzung einfach finde ich perfekt. Benedict Cumberbatch ist top als Doctor Strange aufgehoben. Aber ich finde die Story ab Mitte des Films ein bisschen lame. Anfangs fand ich es noch geil, so dieser Part, wie er sich aufbaut, wie er quasi zu sich selbst findet und und. Aber spätestens am Ende das mit Dormammu finde ich irgendwie lame, die Story. Also irgendwie, ich weiß nicht, hat mich nicht so gecatcht, aber so an für sich sehr, sehr guter Film. Jetzt kommen wir zu ein bisschen was Outer Space ist, und zwar Guardians of the Galaxy 1 und 2. Die packe ich auf jährlich beide. Ich muss sagen, die Guardians-Filme sind immer schön gemacht, musikalisch sowie bildlich. Mit Farben wird sehr viel gespielt und die sind auch immer sehr gut und sehr lustig. Aber wenn ich mir die Guardians-Filme angucke, die catchen mich nicht so 100% von der Story. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde, die Charaktere liebe ich. Groot, keine Frage. Star-Lord, unfassbar geiler Charakter. Drax, Rocket, Gamora, alle übel cool. Aber ich weiß nicht, immer wenn ich einen Guardians-Film gucke, ich fühle die nicht so wirklich. Ich fühle die nicht so wirklich, deswegen, aber einmal im Jahr kann ich die auf jeden Fall gucken. Die sind absolut gute Filme, aber für mich persönlich irgendwie nicht so hoch gerankt. Tor 2, für manch eine würden jetzt sagen, einmal und nie wieder. Ich sage jährlich, weil ich muss sagen, ich finde den Film nicht so schlecht, wie den alle immer machen. Man muss aber sagen, er ist der schlechteste rein von der Aufmachung und Story her, weil das irgendwie alles ein bisschen weird ist. Aber ich finde ihn gut, gerade weil er so dunkel und düster ist. Das ist auch mitunter mein Lieblings-Tor-Charakter, also wie Tor dargestellt wird, finde ich am besten, weil nach Thor 2, also mit Thor Ragnarok, wurde er ja dann eher Richtung Comedy gemacht, was ja auch nicht schlimm ist. Thor Love and Thunder, komme ich später zu. Aber an für sich fand ich Thor 1 Charakter ganz, ganz furchtbar. Thor 3 war okay, aber Thor 2 fand ich, da war er halt, ich weiß nicht, da war es für mich der richtige Thor. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich allein mit der Meinung, aber jährlich angucken, auf jeden Fall. Captain America 2, The Return of the Winter Soldier oder The Return of the First Avenger oder wie auch immer der Film jetzt heißt, in zwei verschiedenen Sprachen. Wöchentlich. Ja, aber hier tatsächlich aus einem Grund und erst wieder Bucky. Bucky carried für mich den ganzen Film, aber Sam auch stark im Vordergrund. Ich finde Sams Einführung in dem Film wunderschön, super geil gemacht. Aber wie gesagt, Bucky finde ich ist als Schurke einfach unfassbar geil. Jede Szene mit Bucky ist einfach sehr stark und Bucky war in dem Moment einfach ein fucking Badass. Und auch Cap war halt hier ja mehr Richtung, ich bin nicht mehr so 100% gut, weil ich dem, was die Guten hier gerade machen, nicht mehr so da 100% hinterstehe und eher dann auf die nicht legale Seite gerutscht ist, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen muss ich sagen, ist auf jeden Fall einer der besten Cap-Filme, finde ich, nach Civil War. Definitiv. Ant-Man 2 packe ich auch auf jährlich, weil, wie schon bereits erwähnt, Ant-Man nicht so 100% meins ist. Ich fand, wie hieß die nochmal? Ghost? Wie hieß die Schurkin nochmal? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube Ghost. Ich meine es, ich weiß es nicht. Fand ich einen coolen Schurken, aber wurde einfach so plump erzählt. So, es fehlt irgendwie alles da. Und ich fand aber irgendwie die Sinn wieder im Quantum Realm, fand ich wieder sehr, sehr cool, weil das liebe ich dieses, wenn es so extrem alles extrem klein wird. Und das sieht halt einfach immer sehr schön aus, wenn das CGI stimmt. Aber sonst würde ich ihn auch auf die jährliche Liste packen. Spider-Man Far From Home packe ich auch wöchentlich, denn ich persönlich finde, das ist der schwächste Teil der Trilogie von Tom Hollands Spider-Man. Und ich kann beim besten nicht sagen, woran es wirklich liegt. Irgendwie, ich fand Mysterio irgendwie cool, aber dann, wo es halt so aufgedeckt wurde, okay, ja, es ist einfach nur alles CGI, also im Film CGI-mäßig. Und ich fand es ein bisschen lame. Keine Ahnung, irgendwie fand ich es nicht so gut, muss ich sagen. Aber kein schlechter Film, absolut nicht. Black Widow würde ich mir monatlich angucken. Ist ein sehr guter Film, finde ich. Mit Yelena ist unfassbar viel Humor in diesen Film gekommen. Auch mit Red Guardian.
Guardian. Allein der Schauspieler ist, um Gottes Willen, keine Frage, das ist ein genialer Schauspieler, aber an für sich die ganze Dynamik in dem Film, es ist sehr, sehr viel Ernstes, was aber auch mit sehr viel Humor an der richtigen Stelle untermalt wird. Das CGI lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt sein. Es gibt in manchen Szenen, es ist einfach furchtbar, da will ich auch nicht drüber reden. Aber an für sich ein sehr guter Film, vor allem, weil der Film halt mehr oder weniger zeitlich vor Natashas Ende halt spielt. So mehr oder weniger. Und es ist halt schon eine sehr, sehr gute Hommage irgendwie an sie auch, dass die Post-Credit-Scene, wo Yelena ja dann an ihrem Grab steht und so. Ist schon ein sehr emotionaler Film irgendwie, vor allem, weil er halt erschienen ist, nachdem wir wissen, okay, Natascha stirbt. Das heißt, der Film ist einfach nur noch Exposition, weil wir ja wissen, okay, sie stirbt eh. Aber deswegen, ich mag den Film. Abgesehen davon, der Soundtrack, Bombe. Captain Marvel würde ich mir jährlich angucken. Ich persönlich mag Captain Marvel nicht. Wirklich aus einem Grund, weil ich auch Superman nicht mag, weil sie für mich einfach zu OP ist. That's it. Sie ist mir zu OP. Ich hasse es auch bei Superman, dass Supermans einziges Kryptonit ist. Hahaha. Und das, ich weiß bei Captain Marvel tatsächlich nicht, hat sie überhaupt irgendwelche Schwächen? Bin ich jetzt ganz ehrlich, das wüsste ich gerade aus dem Kopf nicht. Hat sie Schwächen? Das mag ich halt nicht. Das mag ich aber bei keinem Superhelden, wenn er irgendwelche, also wenn er unzerstörbar quasi unzerstörbar ist. Obwohl ich sagen muss, in Endgame, auch mit ihrer neuen Frise, muss ich dazu sagen, war sie irgendwie besser gemacht. Auch allein nur dieser kleine Satz, wo Peter gerade den Handschuh hat und sie da so landet und halt dieses so, ich bin Peter Parker und die so, hey Peter Parker. Unfassbar lustig, das war so ein kurzer Satz, irgendwie so einfach, das war so ein bisschen sympathischer. Bleiben wir beim erwähnten Endgame und den kann ich mir täglich geben. Ich liebe diesen Film jedes Mal. Gänsehaut des Todes, emotional des Todes, der ganze Kampf am Ende. Einfach genial, traurig as fuck, die Zwischenzeit da, also Natashas Tod hat mich einfach, breakt mich immer und auch Tonys Tod, aber an für sich wirklich der ganze Film durchweg einfach episch und genial. Wie gesagt, den könnte ich mir locker täglich angucken, oder zumindest Teile davon, also den Endkampf auf jeden Fall. Spider-Man Homecoming würde ich auf die Wöchentlich-Liste packen, weil ich finde, mit dem Film haben sie eine Sache richtig gemacht. Und zwar, sie haben mal nicht gezeigt, wie Onkel Ben stirbt, wie Pete seine Kräfte bekommt, weil das wissen wir. Wir wissen es langsam. Und deswegen finde ich es gut, wie sie es gemacht haben. Obwohl mich auch interessieren würde, wie hätte Onkel Ben in diesem Universum ausgesehen? Wie wäre er gewesen? Und vor allem, inwiefern hätte Spidey diesen Spinnenbiss bekommen können? So, in den anderen Teilen war es ja immer so, okay, er war irgendwo in einem Labor bei Osborn, aber es gibt Oscorp irgendwie nicht in dem MCU, in dem wir uns gerade befinden. Was sehr interessant ist, wie wurde dieser Spidey verwandelt? Ist eine interessante Frage. Aber auch an für sich, wie er halt lernt, mit dem Anzug klarzukommen, finde ich unfassbar genial. Und ja, auch ich liebe die Besetzung von Tom Holland auch sehr stark einfach. Infinity War, der Vorgänger des guten Endgames, würde ich auch täglich mir angucken können. Auch wenn er nicht so episch war wie Endgame, fand ich ihn aus einem Punkt krass. Es war, zum einen wurde an zwei Fronten gekämpft, was einfach in dem Film schon gezeigt hat, okay, es funktioniert nicht, die Avengers müssen zusammenkämpfen. Getrennt kämpfen geht nicht, funktioniert nicht gegen diesen Thanos. Dann das Ende, sie haben sich was Unfassbares getraut, sie haben kein Happy End gemacht, sie haben einfach gesagt, okay, wir lassen diese Charaktere jetzt mal mehr oder weniger alle sterben und warten dann ein paar Jahre, bis Endgame rauskommt. Und das war halt einfach nur krass, diese Spannung zwischen Infinity War und Endgame. Die Zeit dazwischen war spannender als die Filme selber und das ist einfach genial. Und Infinity War, auch die Schlacht in Wakanda, einfach unfassbar geil gemacht. Bleiben wir in Wakanda und gehen zu Black Panther 1 in dem Fall. Den Film könnte ich mir locker monatlich angucken. Black Panther ist immer ein sehr schön gestalteter Film. Ich finde auch die Choreografien und die Designs der Anzüge und auch von Wakanda selbst unfassbar gut. Und auch Killmonger ist ein unfassbar geiler Schurke und ich finde es echt schade, dass der so schnell quasi ab ACTA gelegt wurde. Und definitiv ist Black Panther 1 um Längen besser als Black Panther 2. Der ist gar nicht in dem Ranking drin. Und wenn ich ihn ranken würde, wäre er bei mir auf einmal und nie wieder. Für die Leute, die es gerade an der Stelle interessiert. Thor 3, Ragnarök, wöchentlich. Ist ein guter Film. Schön, lustig, also nicht übertrieben, humorvoll, aber auch nicht zu wenig. Und auch die Story. Ich finde es interessant, Thor und Hulk halt so in einem Solo-Film irgendwie zu sehen. Und auch ein bisschen Loki dabei und auch ein bisschen mehr Asgard und so. Es ist ganz cool, muss man sagen. Also es ist einfach perfekt getroffen zwischen Humor und Ernstem. Einfach super. Und auch hier die musikalische Untermalung. Ich meine, also Entschuldigung, wer hat bei dem Endkampf von Thor, wo er quasi auch jetzt lernt, er ist nicht der Gott des Hammers, sondern der Gott des Donners, wer hat da keine Gänsehaut bekommen? Also Leute, das ist eine epische Szene gewesen, einfach genial. Shang-Chi kommt bei mir auf einmal und nie wieder. Nicht, weil er unbedingt schlecht ist, ich habe ihn aber bis jetzt auch nur einmal gesehen, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Ich muss sagen, der erste Teil des Films, vor allem die Kampfszene im Bus, war unfassbar geil, aber nach hinten raus, irgendwie war es mir zu viel. Also es war zu viel Info und zu viel, irgendwie, es ist übel schwer zu erklären. Also Shang-Chi, ich freue mich jetzt schon, in den neuen, weiteren Filmen zu sehen, ja, aber ich fand es dann irgendwie, war die Story schwer. Also irgendwie, vielleicht
Vielleicht muss ich mir nochmal angucken, um nochmal ein bisschen da reinzusteigen, aber stand jetzt auf einmal und nie wieder. Venom 1 würde ich mir monatlich angucken. Fand Venom 1 sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, ich liebe die Dynamik zwischen Venom und Eddie, weil Venom in dem Fall jetzt auch das erste Mal ein eigener Charakter ist. Nicht so wie in Spider-Man 3, wo er ja mehr oder weniger keine Persönlichkeit hat als Venom. Auch, wie gesagt, Tom Hardy als Eddie ist sehr stark, muss man sagen, halt nicht so gut wie der andere, aber an für sich ein sehr, sehr guter Film. Venom 2, Let There Be Carnage, packe ich auch auf monatlich, auch ein sehr guter Film, muss ich sagen. Der Schauspieler von Carnage in dem Fall, beziehungsweise, ich hab den Namen vergessen, ihr wisst, wen ich meine, ich blende hier ein Bild und Namen und alles ein. Ich liebe den Schauspieler. Ich liebe diesen Schauspieler in Zombieland 1 und 2, ein genialer Schauspieler, überall wo ich ihn sehe, der Film ist automatisch für mich besser, definitiv. Deswegen ist ein guter Film. Ich finde tatsächlich, ich bin mir nicht so ganz sicher, Venom 1 ist auch gut, aber ich weiß nicht, ich würde die erstmal auf eine Ebene einfach packen. Kommen wir nun zu Deadpool 2, würde ich monatlich setzen. Monatlich, weil ich irgendwie finde, der Film ist so 50-50 gut, 50-50 schlecht. Ich finde Deadpool immer wieder gut, aber irgendwie die Story, ich blick da nicht so hundertprozentig hinter, bin ich ehrlich. Ich finde es irgendwie ein bisschen verwirrend und ja, Ist schwierig. Aber was den Film auf jeden Fall für mich top macht, ist die Post-Credit-Scene. Er setzt halt einfach die Timeline von X-Men einfach wieder auf Null zurück, indem er sich selbst als Weapon X-Projekt einfach umbringt. Und das ist einfach genial. Also es ist so genial, wirklich. Eternals kommt auch auf einmal und nie wieder. Stand jetzt auch, weil ich ihn vor allem nicht gesehen habe. Ich muss sagen, choreografietechnisch, szenentechnisch, visualitätstechnisch genial. Einfach ein hammerschöner Film. Die Story auch sehr interessant, aber weswegen der für mich auf einmal und nie wieder kommt, ist komplett was anderes gewesen. Es ist so raus aus dieser normalen MCU-Bubble und erzählt was komplett Neues. Die Eternals, die Celestials. Wird alles besser erklärt und mehr erklärt, was ja auch wichtig ist für die weiteren Verläufe der Filme. Aber irgendwie war es halt, es war anders, aber an für sich ein sehr guter Film. Ist jetzt, wie gesagt, auf dieser Platzierung, weil ich ihn halt noch nicht das zweite Mal gesehen habe. Aber ich denke mal, der wird auch so Tendenz auf jährlich eigentlich haben. Morbius kommt auf einmal und nie wieder. Ich bin froh, dass es kein MCU-Film ist. Ich bin froh, dass ich ihn nur einmal gesehen habe und nie wieder. Der Film ist scheiße, obwohl ich dachte, dass Jared Leto das unfassbar gut hinkriegt. Aber der Film war einfach nur schlecht. Und ich kann auch nicht mehr dazu sagen und noch nicht weniger. Spider-Man No Way Home täglich. Von mir aus auch stündlich. Es ist der Film meines Lebens gewesen. Meine drei Lebensgenerationen. Tobey Maguire Spider-Man als Kind. Andrew Garfield Spider-Man als Teenager. Und Tom Holland Spider-Man als Erwachsener. Der Film hat alles zusammengebracht. Alle Lieblingsschurken. Alles. Das war einfach, der Film war für mich einfach meine Reflektierung auf mein Leben bezogen. Werde ich immer so erwähnen. Und der Film war einfach für mich als Spidey-Fan einfach genial. Ich liebe diesen Film. The Falcon and the Winter Soldier würde ich mir wöchentlich angucken. Muss ich, denke ich, auch nochmal machen, weil habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Ich finde es einfach geil. Die Dynamik zwischen Bucky und Sam ist genial. Bucky an für sich als Charakter ist super cool. Wie er auch weiterhin immer noch mit seinen Problemen zu kämpfen hat, mit seinen Dingen, die er getan hat. Simo, ein unfassbar genialer Anti-Held, beziehungsweise Schurke. Ich liebe seine Besetzung, ich liebe ihn als Charakter unfassbar und auch das Design. Wir hätten echt dieses comic-akkurate Design länger in dieser Serie behalten sollen. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, war halt auch wirklich John Walker als neuer Captain America, beziehungsweise ja auch jetzt als US Agent halt. Freue ich mich drauf. Wir haben ja jetzt lange nichts mehr in diese Richtung gehört, aber es wird ja mit Thunderbolts heißt es ja, glaube ich. Heißt es so? Thunderbolts, ja. Wird er ja wiederkommen und ich freue mich. Ich freue mich, weil ich fand John Walker als Captain America scheiße, aber John Walker als Charakter finde ich halt sau cool. Hawkeye, die Serie, würde ich mir jährlich angucken. So einmal im Jahr ist es eine feine Serie. Ich muss sagen, es zeigt sehr viel mehr von Clint Barton, was ich einfach genial finde. Ich liebe Hawkeye, ich mag ihn sehr, sehr. Und auch der neue Hawkeye, ich habe sowohl ihren Namen als Schauspielerin vergessen, als auch den Namen von dem Charakter. Es tut mir Kate Bishop! Bam! Kate Bishop, ich finde es geil. Ich freue mich darauf, sie mehr von ihr zu sehen. Es ist super cool. Ich finde ihren Charakter sehr charismatisch. Und ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf, echt, weil halt auch Hawkeye halt noch nicht tot ist. Und deswegen halt auch noch sehr viel so Batman und Robin-Vibes rüberkommen könnten. Loki würde ich mir wöchentlich angucken können. Denn Loki war eine Serie, die wirklich fürs MCU einfach ein einschneidendes Erlebnis gemacht hat. Mit Kang, mit Sylvie, mit den Varianten allgemein. Es wurde halt durch Loki wurde einfach ein neues Zeitalter, finde ich, im MCU geschaffen. Was wir jetzt auch in den nächsten Filmen mehr und mehr sehen werden. Saugeile Serie einfach. Und Loki ist halt auch einfach ein sehr, sehr genialer Charakter. WandaVision würde ich mir echt täglich angucken können. WandaVision, ähnlich wie Loki, hat sehr viel Wichtiges für die neue
MCU-Zeitalter gebracht und ich fand die Dynamik in dieser Serie geil. Ich fand Agatha unfassbar cool. Ich fand überhaupt das Konzept der Serie so genial. Und ich liebe halt Wanda. Ich bin ein riesen Wanda-Fan, deswegen war eigentlich klar, dass ich die Serie sehr, sehr hoch ranken werde. Moon Knight würde ich mir wöchentlich angucken, denn ich finde, Moon Knight ist ein sehr interessanter Charakter. Ich freue mich jetzt schon mehr von ihm zu sehen, denn ich finde zum einen Oscar Isaac einen sauguten Schauspieler. Es gibt keinen Film, wo ich sagen würde, der ist schlecht, wo Oscar Isaac mitgemacht hat. Ich finde den Charakter Moon Knight halt auch genial, weil es halt auch diese schizophrene bzw. halt gespaltene Persönlichkeit nochmal krasser darstellt. Unfassbar cool. Ich liebe diese Serie und ich muss sie mir auch nochmal angucken, definitiv. What If packe ich auf monatlich. Ist eine saugute Serie und eine sauinteressante und es wird ja auch, glaube ich, geplant, eine Staffel 2. Aber es ist jetzt nicht sowas, was ich mir täglich angucken könnte, weil halt irgendwo, es ist halt irgendwo der Comic-Stil, aber halt auch irgendwo die Storys halt so. Ja, wenn man es einmal dann kennt, ist es irgendwie nochmal, weiß nicht, bei What If halt nochmal ein bisschen anders. Multiverse of Madness. Täglich. Nur wegen Wanda. Es tut mir leid, es ist nur wegen Wanda. Doctor Strange hat in dem Film auch sehr viel gut abgeliefert. America war auch eine sehr, sehr gute Schauspielerin, beziehungsweise die Rolle, die sie gespielt hat, war auch super geil. Dieser Charakter America finde ich interessant. Aber Wanda hat es für mich gecarried, weil es diese böse Seite von ihr war und auch diese leichte Horror-Essenz in dem Film war einfach genial, muss man sagen. Einfach top. Miss Marvel packe ich auch auf einmal und nie wieder. Zum einen, weil ich es bis jetzt nur einmal und noch nie wieder gesehen habe. Und zum anderen, weil ich weiß nicht, den Charakter finde ich irgendwie... Ich finde es ein bisschen komisch. Ich fand diese eine Flashback-Folge fand ich sehr interessant. Aber an für sich, ich habe noch nicht so ganz raus, woher jetzt dieser Charakter wirklich kommt. Ich bin gespannt auf The Marvels. Ist ja der Film mit ihr und halt auch Captain Marvel. Und da bin ich gespannt. Vielleicht werde ich da nochmal ein anderes Bild von Miss Marvel haben. Aber so an für sich, bis jetzt nicht so meins. Und last but not least, Thor, Love and Thunder. Einmal und nie wieder. Ich will jetzt hier nicht breitreten, warum. Ich habe ein extra Video dazu gemacht. Schaut es euch gerne an. Meine Meinung zu dem Film ist eher negativ. Aber wenn euch interessiert, warum genau, dann wie gesagt, checkt das Video aus. Und ja, das war mein Ranking. Das war mein Ranking an MCU plus ein paar Spidey- und Venom-Filme der letzten gefühlten 100 Jahre. Und jetzt seid wieder mal ihr gefragt. Schreibt mir doch gerne mal euer Ranking auf. Schreibt mir doch mal so eure Top 5 Marvel-Filme, Serien so der letzten Jahre, aber hauptsächlich MCU auch mit einbezogen, in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, das mal zu lesen und ja, gibt es vielleicht was, wo ihr bei mir so sagt, Junge, warum guckst du das denn jährlich oder überhaupt nicht mehr? Oder gibt es so Filme, wo ihr sagt, okay, Junge, das täglich gucken, das könnte ich mir nicht antun. Lasst es mich gerne wissen, ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch solche Videos gefallen, checkt die noch gerne mal aus und lasst danach mal ein Abo da. Vielleicht kommen dann öfter Sachen, die euch hier interessieren. Es geht hier immer um Filme, Serien und solchen Stuff. Und ja, wenn euch das interessiert, bleibt doch gerne mal hier auf diesem Kanal. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich möchte jetzt auch nicht länger um den heißen Brei rumreden, denn das Video ist wahrscheinlich schon länger, als es eigentlich sein sollte. Deswegen würde ich sagen, ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Wenn es dann wieder heißt, ich sitze auf der gleichen selben alten Couch wieder wie immer. Und ich würde sagen, bis dahin bin ich raus. Ciao.